Hi, ihr Lieben, hier ist euer Taschenfreak. Ich habe was Neues geschickt bekommen. Die Photo Queen hat mir eine, und den Namen muss ich ablesen, sonst spreche ich ihn garantiert falsch ab. Barbershop, so heißt der Hersteller, Bobcut in der Farbe Sand geschickt. Und die möchte ich euch gerne mal vorstellen. Eine neue Tasche, die designed, made in Italy ist, mit einem hübschen Stoffbeutel kommt, you are in good hands. Na, schauen wir mal, ob die Tasche bei mir in guten Händen ist. Und tada, da ist das gute Stück. Ich glaube, eine recht unkonventionelle Tasche. Nachdem ich gesehen hatte, was ich hier zum Testen oder zum Vorstellen geschickt bekomme, habe ich ein bisschen im Netz rumgesucht und habe gedacht, Mensch, Meier, die gefällt mir aber ziemlich gut, weil sie irgendwie so anders aussieht. Also Farbe ist natürlich immer Geschmackssache. Soweit ich weiß, gibt es die Tasche auch in Schwarz. Ich mag die Kombination aus Stoff und Lederapplikation. Ich mag es übrigens auch, wenn eine Tasche gescheite Handgriffe hat, weil man sie ganz oft nicht nur über der Schulter trägt, sondern eben oft von A nach B ins Auto, aus dem Auto, zum Kunde, zur Hochzeit, ins Standesamt und sie mal eben schnell weghebt. Da mag ich das sehr. Was ich auch mag, ist, wenn die Griffe nicht miteinander verbunden werden müssen, sondern so lose, auch noch organisch bedingt, so zusammenfallen und nicht immer so rumstehen, dass jeder drüber stolpert. Also hier Barbershop, der Hersteller, Bobcut, Farbe Sand, die Tasche selbst, das Modell. Barbershop, es wird wohl ein Friseur gewesen sein, der hier fotografiert und eine Tasche auf den Markt gebracht hat. Wir finden hier einen Fussel, einen Druckknopf zum Öffnen des Deckels. Was wir dann finden, ist ein Reißverschluss. Meine treuen Leser wissen, Reißverschluss ist nicht ganz so dem Jörg seine Sache. Wir finden übrigens oft an einigen Stellen so diese Schere und, wie nennt man das, dieses Bartmesser, hier an der Stelle als Logo aufgebracht. Hier finden wir einen in Leder eingefassten Reißverschluss mit zwei Öffnungen, der nicht sehr leicht geht, aber leicht genug. Und dann finden wir jede Menge Papier. Das Logo, von dem ich eben gesprochen hatte, findet ihr auch an vielen Stellen. Na dann, wie ihr seht, sie ist wirklich nagelneu. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ich höre jetzt mal auf zu sabbeln, weil dann können wir das schneller vorspulen. So, jetzt kann ich wieder anfangen zu erzählen. So, die Tasche selbst hat innen drinne eine Lederband, an dem ich meinen Schlüssel, mein Speicherkarten-Etui festmachen kann. Das mit einem Druckknopf hier innen drinne im Leder quasi gefangen ist. Seht ihr, kann ich hier montieren, kann ich hier aber auch montieren. Ich habe, so wie es aussieht, ein herausnehmbares Inlay. Den Schultergurt, den hatte ich eben schon beim schnellen Vorspulen rausgenommen, leicht gebogen an der Stelle, tada. Oben Leder, unten Stoff, Wildleder und verschiebbar. Ist nicht festgenäht, ist verschiebbar. Ich kann den Gurt, wie ihr seht, abnehmen, das heißt hier Karabinerhaken dran und abmachen, und ich kann ihn in der Länge verstellen. Sieht schick aus. So, jetzt habe ich hier eine große geräumige Tasche, die ich natürlich auch für alles andere Mögliche benutzen kann. Ich habe an der Seite hier mit Knöpfen festgemacht, steht Barbershop drauf, noch eine kleine Öse, an die ich etwas machen kann. Ich habe Lederschutzecken an den Ecken, keine Metallfüße. Das heißt, wenn sie im Nassen steht, steht sie im Nassen. Habe aber Schutzfüße, sodass sie hier an den Kanten ihre Stabilität erhält. Hier unten ist ein Reißverschluss, den ich öffnen kann, um das Rückenfach zum Trolleyband zu machen. Das ist nicht sehr breit. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen Rolli hier Schwierigkeiten gibt, insbesondere bei dem großen Alu-Remover-Trolli. Das probiere ich für euch nochmal, schreibe ich nachher in die Notes zu dem Video mit rein. Aber kann ich auch zumachen, und das ist das Schöne, wenn ich es nicht als Trolleyfach brauche, dann kann ich hier schnell mein Smartphone, mein Portemonnaie, was auch immer, hier hinten reinwerfen und habe so eine kleine Tasche. Das, denke ich, ist recht praktisch. Innen drinne habe ich ein großes, leicht gepolstertes Fach. Da probieren wir gleich mal, ob was mit 13 Zoll reingeht. Nehmen wir mal mein großes iPad Pro. Wenn das reingeht, geht auch ein MacBook Pro rein. Und das geht stressfrei hier in die Tasche. Auch hier Barbershop, you are in good hands. Design and made in Italy nochmal. Also hier passt ein MacBook Pro 13 Zoll oder ein 14 Zoll Windows. Müsst ihr probieren, könnte aber auch gehen. So ein Ultrabook dürfte hier auch reinpassen. So, das MacBook wieder an die Seite. Dann haben wir noch eine Reißverschluss-Innentasche.
die auch groß genug ist für ein großes Smartphone oder eben ein kleineres Portemonnaie oder sowas an der Stelle. Also wer die Tasche nutzen möchte, außerhalb der Fototasche, denke ich, ganz schick so für die Stadt, für den Ausflug, fürs Office, je nachdem. Kommen wir zum Foto-Inlay. Das ist so breit, ich messe es nachher für euch aus. Ich denke, es passt gut. Auch eine Spiegelreflex rein. Und zwar ganz stressfrei. Machen wir einfach mal eins der Innenteile raus. Die werden an zwei Streifen gehalten. Ich weiß nicht, ob ihr es entsprechend sehen könnt. Die Seitenwände sind also nicht komplett ausklebt, sodass es überall hält, sondern es hält in zwei Bereichen. Ist dadurch leiser, wenn man es rausmacht, weil man kürzere Segmente hat, ist dadurch natürlich gerade oben nicht so stabil. Aber um was es geht, hier passt eine Spiegelreflex, das ist jetzt die D750 mit 85 mm, ganz easy, ganz stressfrei rein, ohne dass hier was ausbeult. Also zwei Spiegelreflex mit angesetztem Objektiv oder mehrere Systemkameras passen hier sehr, sehr gut rein. Ich denke mal für die mittlere Ausrüstung auf jeden Fall tauglich. Hier gibt es, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Ist solide verarbeitet, auch der Boden ist vernäht. Bei manch anderen kommt man hier irgendwie dran, ist nicht alles zugenäht. Ist schick gemacht, aber auch nicht Rocket Science an der Stelle. Packen wir das wieder rein für den nächsten Tester, damit es halbwegs ordentlich aussieht. So, und dann packen wir das ganze Inlay wieder in die Tasche. Ja, Bezugsquelle zur Photo Queen, von der habe ich die Tasche, schreibe ich euch natürlich in die Notes und auch in den Blogbeitrag mit rein. Mir war nur wichtig, euch die Tasche mal so kurz wie möglich vorzustellen. Wie ihr seht, man muss den Reißverschluss auch nicht unbedingt schließen. Man kann einfach den Überwurfdeckel drüber werfen und so die Tasche dann davontragen. Ich finde, die hat was, weil sie eben ein bisschen anders ist. Nicht so die klassische Fototasche, die man schon tausendmal gesehen hat. Mir gefällt sie sehr gut, wie sie euch gefällt. Schreibt es mir in die Kommentare, schreibt es mir in den Kommentar in den Blogpost, schreibt mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn irgendwie Feedback zu den Videos oder auch zu den Blogpostings auf Taschenfreak kommt. Wenn euch was nicht gefällt, kennt ihr schon, schreibt mir. Wenn es euch gefällt, Däumchen hoch. Und ich sage wieder mal, danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis bald, euer Taschenfreak, euer Jörg. Ciao.